dann würde ich ganz herzlich Wolfgang Keu begrüßen. War lange Zeit Leiter der Fachgruppe Informatik in Bildung und Gesellschaft hier in der Humboldt-Uni zu Berlin. Ich habe, man könnte aufzählen, als stellvertretender Direktor des Helmholtz-Zentrums, man könnte Mitglied des Vorstands des interdisziplinären Labors Bildwissen und Gestaltung, Exzellenzcluster an der Humboldt-Universität aufzählen. Man könnte die deutsche IFIP-Sektion ICT and Society anführen. Aber was ich besonders schön fand, dass er Vertrauensdozent an der Humboldt-Uni war. Also ich denke, das sind also ein sehr schönes Amt innehatte. Er wird uns heute etwas erzählen über... Er war, genau, das ist ein... Wolfgang Keu war auch im FIF-Vorstand, wie er mir gesagt hat, ist immer noch Beirat. Oder man hat ihm zumindest nicht gesagt, dass das nicht mehr ist. Ich glaube, im Beirat, im FIF-Beirat ist er noch. Ich höre gerade, ich frage hier immer so rum in dem Begriff, ja, ist immer noch da. Wird uns heute über Warntarn täuschen erzählen. Und ich sehe, dass es sich doch gut füllt und alle haben schon Kaffee oder Espresso in der Hand. Und dann bitte. Ja, also das Thema hat man mir ja vorgeschrieben in gewisser Weise. Andererseits beschäftigen mich die Dienste mindestens seit 68, vielleicht schon etwas vorher. Ja, der vorherige Vortrag hat uns ja klar gemacht, dass die Dienste regulierungsbedürftig sind. Man muss mal im Blick behalten, dass die Einführung der Dienste ist mit der Industriezeit verbunden. Natürlich hat es immer Spionage gegeben und Verräter und Leute, die sich eingeschlichen haben. Aber das waren klassischerweise militärische Operationen. Im modernen Sinne, eher an der Polizei entlang, könnte man vielleicht François Vidocq nennen, der es auch zu sehr viel literarischem Ruhm gebracht hat, weil er auch die Pariser Schickeria der Literaten unterwandert hat, aber auch befreundet war mit ihnen. Das ist ganz seltsam. Ein Krimineller, der gleichzeitig Kriminalist war und von vielen als Vater der modernen Kriminalistik gesehen wird. Also ein Fachmann reihum, offensichtlich ohne jegliches Schamgefühl für das, was er getan hat, aber eben befreit innerlich dadurch, um sich überall einzumischen. Das ist der Ausgangspunkt. In Deutschland ist es ein bisschen anders gewesen, etwas später, obwohl natürlich Preußen auch einen Geheimdienst hatte, aber unsere Dienste sind dafür natürlich in einem anderen Kaliber als Vidocq damals. Wir haben die Gestapo gehabt, wir haben die Stasi gehabt und wir haben BND, Verfassungsschutz und MAD. Das sind schon große Namen in diesem Gewerbe. Wir haben in dieser Hinsicht erlebt, dass in den beiden deutschen Regierungen nach dem Zweiten Weltkrieg zielstrebig diese Dienste ausgebaut wurden, auf beiden Seiten, mit entsprechenden Folgen, mit denen wir heute noch genug zu tun haben. Ziel der Dienste ist Spionage, Überwachung, Sabotage. Das sind die Hauptaufgaben. Sicher kommen da noch weitere Aufgaben dazu, die ich jetzt nicht alle aufzählen will. Aber man muss sehen, dass das sind die Sachen, mit denen wir konfrontiert werden. Der Unterschied ist sicher, dass wir inzwischen in so breiter Front Opfer dieser Bewegungen sind. Der BND ist ein ganz besonderer unter den drei Diensten, obwohl ich den Verfassungsschutz jetzt nicht runterputzen möchte. Aber der BND hat etwas getan, was ich ungeheuerlich finde. Er hat im Rahmen der NATO-Mitgliedschaft der Bundesrepublik die Organisation Gladio als Stay-Behind-Operation mitbetrieben. Gladio ist die italienische Variante gewesen, ein Verbrecherclub, der berühmt wurde durch seine Aktionen. Wir wissen nicht, was in Deutschland an Aktionen mit Gladio passiert ist. Gladio ist jedenfalls unter der Aufsicht des Allied Clandestine Committees and Clandestine Planning Committees im NATO-Hauptquartier geführt worden.
Es hat definitiv, das ist belegt, Lager, versteckte Lager von Maschinengewehren, Sprengstoff, Munition und Funkgeräten angelegt. Die Idee des Stay Behind war, der Ostblock überrollt uns und dann kommen die Gladio-Spione, die typischerweise Lehrer oder Vertreter oder Geschäftsführer von kleinen Firmen waren. Die kommen dann und butteln die Sachen aus und kämpfen von hinten weiter. Alles ohne jegliche verfassungsmäßige Begründung, muss man dazu sagen. Das ist eine ungeheuerliche Geschichte, aber schlimmer ist, dass Gladio praktisch unwiderlegt an einem Anschlag in Bologna mitgearbeitet hat, wo es 85 Tote gab. Weitere werden ihm zugeordnet. Der Oktoberfestanschlag, der bis heute ungeklärt ist, scheint in diesem Umfeld zu verorten zu sein, obwohl die Querbeziehungen, ja, auch die Querbeziehungen zu Rechtsradikalen sind fraglos bei Gladio gegeben gewesen. Der BND hat verhindert, dass das aufgeklärt wird. Er wird es auch weiterhin verhindern. Aber es gibt immer wieder Leute, die halt doch erzählen aus der ganzen Geschichte. Es gibt auch Bücher dazu. Natürlich könnte man sagen, ja, BND, BND, die Stasi, die gab es ja auch. Genau, die gab es. Und ich habe hier ein Zitat, das an Schrecklichkeit eigentlich kaum zu überbieten ist. Mielke hat 82, da gibt es ein Tonbandprotokoll davon, gesagt, wir sind nicht davor gefeit, dass wir einen Schuft unter uns haben. Wenn ich das schon jetzt wüsste, würde er ab morgen nicht mehr leben. Kurzen Prozess, weil ich Humanist bin. Deshalb habe ich eine solche Auffassung. Das ganze Geschwafel von wegen nicht hinrichten und nicht Todesurteil, alles Käse, Genossen. Hinrichten, wenn notwendig, auch ohne Gerichtsurteil. Wenn notwendig ohne Gerichtsurteil, scheint eine wesentliche Linie in den Diensten zu sein. Man muss das leider sagen. Rechtlich ist das natürlich nicht fundiert, aber das spielt für die Dienste ganz oft gar keine Rolle. In gewisser Hinsicht hat die Stasi einen Modellcharakter gehabt. Sie hat gezeigt, wie man einen Überwachungsstaat aufbaut. Aber sie war letztlich erfolglos und widerlich war sie sowieso. Und dieses Widerliche haben die überwachte Bevölkerung ja verstanden und gewusst. Das konnte man ja immer wieder erleben, mit welcher Vorsicht die Reaktionen auf Gespräche waren, wie man gesagt hat, komm nicht hier oder wer ist denn noch da oder komm, wir gehen woanders hin, den einen, den traue ich nicht und so etwas. Dieses Modell ist das Modell eines Überwachungsstaats, der aber in den anderen Diensten genauso angelegt ist. Da muss man sich nichts vormachen. Das Tolle an der Stasi-Geschichte ist, sie haben gezeigt, dass sie sinnlos waren. Widerstand ist möglich, Widerstand kann erfolgreich sein. So sollten wir die Stasi positiv in Erinnerung behalten. Das können wir mit anderen Diensten auch machen. Natürlich hätte man sagen können, warum nicht früher, warum nicht härter. Das ist eine andere Geschichte. Der BND, der MAD und der Verfassungsschutz, den ich hier mit VS abgekürzt habe, er selber liebt das nicht so, ist eine ziemlich direkte Geburt der fremden Heere Ost, der Aufklärung der Wehrmacht an der Ostfront, besonders beim BND durch Reinhard Gehlen vertreten, der vermutlich vor jedem normalen Gericht als Kriegsverbrecher gestanden hätte, wenn er nicht einen Geheimdienst bewacht hätte und aufgebaut hätte, den er den Amerikanern so ans Herz gelegt hat, dass die das als die richtige Strategie gesehen haben, um dieses durchaus verdächtige Deutschland zu beobachten. Das Spannende an der Geschichte oder das Ekelhafte an der Geschichte ist, dass Gehlen mit dieser amerikanischen Hilfe zu Adenauer gegangen ist und dort auf Herrn Globke gestoßen ist, der Kanzleramtsminister war und dann Geheimdienstkoordinator für die drei Dienste wurde. Globke, der Mitverfasser und Kommentator der Nürnberger Rassegesetze war, aber auch der Wahlkampfbeauftragte Adenauers und als solcher Kanzleramtsminister.
Natürlich wurde Klopke nicht belangt. Ich sage natürlich, weil es natürlich nicht natürlich ist, aber es war eben so. Und es gab ein Riesenproblem im Fall Eichmann, wo Adenauer Angst hatte, dass Klopke als Zeuge geladen wird. Und nach glaubhaften Berichten aus Israel hat Adenauer gegenüber Ben-Gurion gesagt, wenn ihr Klopke nicht erwähnt in diesem Prozess, dann wird die Wiedergutmachung schnell über die Bühne gehen. Wobei das Wort Wiedergutmachung schlicht gesagt zum Kotzen ist. Auch damals war. Aber es hat funktioniert. Und Klopke ist geblieben. Die Dienste ignorieren durch die Bank, und da kann man jetzt kein Land besonders hervorheben, jedenfalls keins von denen, wo Aktivitäten stattfinden, ignorieren die bestehenden Gesetze. Und insofern war ich eben beim Vortrag vorher ein bisschen angefasst, weil ich mir ein ganz klein wenig sage, Gesetz hin oder her, offensichtlich ist es für die Dienste erstmal egal. Man macht das und guckt dann, was geht. Das ist alles keine Harmlosigkeit, obwohl die Dienste eher eine Lachnummer sind in dem, was sie täglich tun. Aber es ist eine Lachnummer mit tödlichen Folgen. Ich will mal drei Beispiele nennen. Alan Turing ist an einer Cyanidvergiftung gestorben. Wir wissen heute, dass es praktisch keine Untersuchung gab, wie sein Tod zustande kam. Seine Mutter glaubte, dass es ein Unfall war. Der Coroner sagte, das sei Selbstmord gewesen. Faktisch muss man sehen, Turing, und das wissen wir alle hier viel besser, wusste ungeheuer viel über die Geheimdienste der Briten und der Amerikaner. Und er war homosexuell, ist als solcher Homosexueller verurteilt worden, einer furchtbaren Tortur unterzogen worden mit Tablettenbehandlungen. Und war definitiv zur Zeit der McCarthy-Ära ein verdächtiges Subjekt. So. Und wer wie ich gerne John le Carré liest oder Graham Greene, der darf den Rest denken dazu. Aber ich bin da nicht alleine. Es gibt also eine durchaus autoritative Arbeit über Turings Biografie, in der steht, the investigation was conducted so poorly, that even murder cannot be ruled out. Ich denke, das ist ein klarer Satz. Ulrich Schmücker war ein junger Mensch, der in West-Berlin war, nach 68, der in die Fänge des BND geraten ist, oder des Verfassungsschutzes, und 74 im Grunewald ermordet wurde. Es hat 4 Prozesse gegeben, um den Tod von Ulrich Schmücker zu klären. Und nach dem 4. Prozess hat der Richter festgestellt, dass man nicht mehr feststellen kann, wer ihn umgebracht hat und wieso die Überwachung durch den Verfassungsschutz 2 Stunden vor dem Tod anscheinend abgebrochen wurde. Das steht jedenfalls in den Akten. Danach war er tot. Es wurde dargestellt als ein Racheakt der Linken gegen ihn. Aber es gab auch andere Muster. Es ist nichts mehr feststellbar. Der Richter sagt, es ist ein Extremfall rechtsstaatwidrigen Verhaltens staatlicher Behörden gewesen. Ja, der BND, der Verfassungsschutz hat ihn beobachtet. Hätte er ihn 2 Stunden länger beobachtet und hätte er die Absicht gehabt, einzugreifen, hätte er eingreifen können. So müssen wir festhalten, es handelt sich um ein Extrembeispiel rechtsstaatswidriger Handlungsweisen. Werner Teske ist der letzte von etwa 20 Toten, die mit der Stasi in Verbindung stehen. Er wurde hingerichtet, weil er die Absicht hatte zu fliehen und das zugegeben hat. Er hat keinen Versuch gemacht zu fliehen, sondern er ist vorher festgenommen worden. Und bei den Verhören hat er, um seine Frau zu schützen anscheinend und seine Familie, hat er gesagt, ja, ich habe die Absicht gehabt, die DDR zu verlassen. Daraufhin ist er offensichtlich als ein
abschreckendes Beispiel hingerichtet worden. Denn kurz vorher ist Werner Stiller über die Grenze gegangen, der ganz in der Nähe gearbeitet hat von ihm und hat den westlichen Geheimdiensten erhebliche Mengen an Material mitgebracht. Den konnten sie nicht kriegen, den Tesker hatten sie und dann haben sie ihn einfach hingerichtet. Er war der letzte Hingerichtete in der DDR, deswegen habe ich ihn genommen. Ich hätte andere Schicksale nehmen können. Man sieht sehr verschiedene Varianten. Geheimer Mord, unterlassene Hilfeleistung oder eben doch Mord oder eben staatliche Hinrichtung. Die Dienste sind dabei. Zu Turing lässt sich etwas sagen. Hier ist die längere Stelle. Jack Copeland, manche mögen ihn kennen, ein KI-Forscher, der inzwischen in Neuseeland lebt und einen Turing-Net unterhält, sehr, sehr viel dazu veröffentlicht hat. Der hat diese längere Darstellung, dass wir alle daran glauben, dass es ein Selbstmord mit Tsihankali war. Nein, wir glauben nicht alle dran, aber so wird es eben typischerweise dargestellt. Und dass es überhaupt keine Belege dafür gibt. Es gibt weder Belege für den vorgeblichen Selbstmord, noch für einen Unfall, noch für einen Mord. Aber man kann sich jeweils überlegen, was denn wohl am folgerichtigsten ist. Einfach nur, um noch eine Fußnote dazu zu sagen, es wurde gesagt, Turing sei deprimiert gewesen wegen der Tabletten, die hat er aber schon ein Jahr nicht mehr genommen. Und alle Zeugenaussagen aus den Tagen vor seinem Tod belegen, dass er sehr fröhlich war, dass er mit Kindern gespielt hat, dass er einen Plan gemacht hat, was er in der kommenden Woche machen möchte. Das ist alles sehr seltsam. Und eine der Seltsamkeiten ist, dass seine Schuhe vor der Tür standen. Seine Haushälterin sagt, das hat er nie gemacht. Da war doch kein Upper-Class-Mensch, der die Schuhe zum Putzen rausgestellt hat. Aber vielleicht waren die Täter Upper-Class-Menschen. Wer weiß das? Die Dienste sind natürlich wesentlich tiefer in unserer Gesellschaft drin, als man es gerne hätte. Ich habe hier drei berühmte Personen der Zeitgeschichte genommen, die alle Chefs der jeweiligen Geheimdienste waren. Vielleicht, ich weiß nicht, ob einer harmloser als der andere ist. Wir kennen sie alle. Es sind Jugendfotos, weil sie in ihrer Jugend so etwas waren. Also jeweils relative Jugendfotos. Herbert Prantl hat vor kurzem in der Süddeutschen geschrieben, die rechtsstaatliche Kontrolle existiert nicht. Und ich finde das einen sehr lesenswerten Aufsatz, den er da geschrieben hat, weil er nämlich sagt, die G10-Konstruktion, dass das Parlament die Dienste überwachen soll, ist schiefgelaufen. Nach 50 Jahren, fast 50 Jahren, hat das Gesetz letzten Endes nicht gewirkt. Und wir müssen überlegen, dass wir es ganz anders machen. Und er schreibt, in keinem Fall darf ein Grundrecht in seinem Wesensgehalt angetastet werden. So steht es im Grundgesetz. Das gilt auch für die Geheimdienste, das gilt auch für das Kanzleramt, das die Geheimdienste zu beaufsichtigen hat. Der Wesensgehalt des Fernmeldegeheimnisses nach Artikel 10 Grundgesetz ist offensichtlich nicht nur angetastet, er ist schon ziemlich zerstört. Und man muss ja wissen, dass Prantl die Befähigung zum Richteramt hatte und das auch früher mal gemacht hat. Also er weiß schon, wovon er redet. Und wenn er über Recht redet, weiß er auch, wie er sich ausdrücken muss. Es gab in der Taz neulich eine Diskussion, die ich sehr interessant fand, zwischen Herrn Binninger, dem CDU-Vorsitzenden des Parlamentarischen Kontrollgremiums, und Christian Ströbele, dem dienstältesten Mitglied dieses Ausschusses. Die haben sich gestritten, was ziemlich naheliegend ist, aber sie haben seltsamerweise Übereinstimmungen gehabt, die ich beachtlich finde. Herr Binninger sagt zum NSU-Verfahren, an manchen Stellen hat der Rechtsstaat sogar eine rote Linie überschritten, wenn er Leute wie Piatto als V-Mann angeworben hat, die wegen versuchten Mordes im Gefängnis saßen. Das darf nicht sein. Ach ja,
Ich hoffe, dass er irgendwann die Kraft hat, das auch durchzusetzen. Und Ströbele sagt, für die Infos haben die V-Leute sehr viel Geld bekommen, das sie zu guten Teilen wieder in die Bewegung gepumpt haben. Das Allerschlimmste aber ist, dass V-Leute wie Thomas Starke ihren V-Mann-Führer in die Irre geführt haben. Es hat einfach keinen Sinn mit den V-Leuten und die Fähigkeiten und die Möglichkeiten der Dienste sind viel geringer, als sie uns immer erzählen, wenn es um solche Sachen geht. Natürlich könnte man noch mehr fragen, nicht? Wenn nach Eröffnung eines Gerichtsverfahrens Akten geschreddert werden in einem solchen Dienst, weil vielleicht jemand Dienst nach Vorschrift gemacht hat und mit Sicherheit keine Sekunde nachgedacht hat, was er da tut, oder weil er es getan hat, weil er es tun wollte, oder weil er angewiesen wurde. Ich weiß das ja nicht. Die Dienste verweigern sich ja jeder Einsicht an dieser Stelle. Und die Einzigen, die Einsicht haben, sind die G10-Leute, die dann solche Sätze sagen. Also ich glaube, da sind wir wirklich an die Wand gefahren. Gut. Es geht hier unter Informatikern natürlich nicht nur um die Politik dabei, sondern auch um die technischen Fragen. Mir ist ein altes Buch immer in Erinnerung, Philip Agee, der bei der CIA in Kolumbien war und dort aus guten Gründen alles abgebrochen hat. Der hat ein Buch Inside the Company geschrieben, 1977, das CIA Diary. Und auf dem Titelbild ist mir immer in Erinnerung die technische Abhörmaßnahme des CIA der damaligen Zeit. Sie haben ihm eine mechanische Schreibmaschine geliehen. Er hatte keine in Paris, wo er das geschrieben hat. Und dann hat er irgendwann mal an der Maschine ein bisschen gezupft. Und da kam raus, dass dahinter ein Umsetzung seiner Tastatur war. Süß. Aber so war das damals. Heute ist es etwas anders, nicht? Hier ist das Data Center in Utah. Ausgerechnet in Utah, im Staat der Mormonen, da kann man gut große Datacenters bauen, die haben viel Erfahrung in dem Bereich. Und Greenpeace hat eine wunderbare Sache gemacht, sie sind mit dem Blimp drüber gefahren, das hat mir schwer gefallen. Neben dem Sammeln der Daten ist auch Sabotage längst angesagt. Der Stuxwurm ist uns allen bekannt, zumindest als Begriff. Und die Techniken von den Diensten aus, Viren und Würmer und Ähnliches loszulassen, ist ungeheuerlich, weil es eine Schwächung der Infrastruktur ist, ganz egal, wer da angegriffen werden soll. Denn keiner und auch die NSA kann nicht garantieren, dass diese Techniken nicht in andere Hände kommen oder einfach nur freigesetzt werden über USB-Sticks oder sonst wie. Wir kennen das doch alle. Und die Schwächung der Infrastruktur ist bei uns wenigstens sogar vom Verfassungsgericht angemahnt worden als unmöglich. Freilich, ob es Folgen hat, ist eine andere Frage. Der Bundestrojaner lässt an der Stelle ja auch grüßen. Also wir haben die Informatik inzwischen, auch wenn wir das nicht gewollt haben, als Dienst der Dienste zu sehen. Wir sind der Dienst der Dienste. Denn alles, was da passiert, erweitert sich zumindest extrem stark in Kommunikation und Informatik. Das ist ein eklatanter Missbrauch unserer Technik und es ist, ich möchte sagen, Schande über diejenigen, die an diesen Sachen mitarbeiten. Sie sind leider ab und zu unsere Kollegen oder unsere Schüler oder unsere Chefs. Und gelegentlich sagt dann auch mal ein Informatiker oder ein anderer, dass er sich gar nicht wohlfühlt dabei. Und da kann ich ihm sagen, lieber Herr Kollege, Scham ist ein revolutionäres Gefühl. Karl Marx hat einen wunderbaren Satz gesagt. Aber er reicht natürlich nicht, ne? Das ist ein revolutionäres Gefühl und noch keineswegs ein revolutionäres Handeln. Es geht nicht darum, dass wir uns schämen. Wir müssen auch was tun. Aber so. Zurück, worum geht's eigentlich? It's the economy, stupid, hat ein amerikanischer Präsident mal gesagt. Es geht nicht um die Überwachung der Bevölkerung, es geht nicht um die Sabotage. Das sind Abfallprodukte. Das wird mitgenommen. In Wirklichkeit geht's um Wirtschaftsspionage. Das ist der entscheidende Punkt. Und das ist auch der Grund, warum es keine
internationalen Abkommen gibt, die etwas taugen in diesem Bereich. Trotzdem bin ich der Meinung, dass wir, so wie wir ein Kriegsvölkerrecht haben, das auch nicht richtig funktioniert, aber da ist und als Recht verabschiedet ist, so brauchen wir auch ein Spionagevölkerrecht. Wir brauchen so etwas wie ein globales No-Spy-Abkommen. Natürlich ist es richtig, dass es albern ist, wenn ein Staat, wenn er mal getroffen ist, hier brüllt und sagt, ich brauche jetzt aber ein No-Spy-Abkommen. Aber wir müssen trotzdem darüber nachdenken, dass so wie wir bestimmte Kriegsformen nicht akzeptieren, sollten wir auch bestimmte Formen der Dienste nicht akzeptieren. Und das kann man international bereden, da sind wir Deutschen ja nicht alleine. Das gibt es ja in vielen Völkern, diese Vorstellung. Zum Schluss will ich sagen, es gibt ja auch das sehr schöne Beispiel von Leuten, die einfach die Schnauze voll haben und dann, unabhängig davon, dass sie persönlich große Risiken eingehen, etwas verraten. Und da möchte ich sagen, blow, whistle, blow. Das ist wichtig und das müssen wir unterstützen. Wir müssen stolz auf diese Leute sein, die von uns kommen, wenn sie denn von uns kommen. Und wir müssen sie unterstützen, wie es geht. Und wir müssen auch selber überlegen, wo wir uns da positionieren. Im Rahmen der Snowden-Affäre ist unter der Hand jetzt rausgekommen, dass einige der Daten definitiv wohl nicht von Herrn Snowden sind, so dass es wohl doch noch jemand anderen gibt, der nicht diesen öffentlichen Weg gewählt hat. Was ich auch verstehen kann. Es ist nicht jeder so gebaut, dass er sagen kann, ich nehme das alles auf mich und bin frei sichtbar. Jemand anders war vielleicht nicht sichtbar. Und damit solche Leute etwas machen können, brauchen wir etwas wie einen Hinweisgeberschutz. Wenn der deutsche Gesetzgeber darüber redet, redet er nicht über Whistleblowing, sondern Hinweisgeberschutz, ein toller Name. Ist mir aber egal, der Name mag nicht der gelungenste sein, er beschreibt aber die richtige Sache. Wir brauchen eine Unterstützung für Leute, die mit guten Gründen Grundrechtsverletzungen aufdecken wollen und damit verhindern wollen oder beenden wollen. Die müssen wir unterstützen. Wir müssen die rechtliche Situation dafür schaffen, dass das geht. Und das ist mein abschließender Hinweis. Falls mein Gerät, das zurzeit anscheinend von einem Dienst blockiert wird, noch funktioniert. Gut. Ich danke Ihnen für das Zuhören. Ja, vielen Dank, Wolfgang Keu. Trotz dieser Sabotage durch die geheimen und geheimsten Dienste, vielleicht auch doch privater Unternehmen, wer weiß, die da ihr Finger mit dem Spiel haben, haben wir dennoch jetzt noch Zeit für Fragen. Ich denke, ich weiß nicht, ob ihr hier genauso betroffen seid, gerade wie ich, oder vielleicht etwas doch ein bisschen zum Nachdenken angeregt. Hat es Versuche gegeben, Edward Snowden zum Beispiel zum Ehrenbürger der hiesigen Universität zu machen? Ich weiß, dass Rostock das gemacht hat. Ich weiß nicht, ob es die richtige Vorgehensweise ist. Aus Berlin ist mir nichts bekannt. Gab es hier noch eine Meldung? Ich habe irgendeinen Arm gesehen. Ah ja. Also ich finde es immer noch kacke mit dem Mikrofon, aber ich mache es trotzdem. Wie kommst du drauf, dass dieselben Staaten, die du selber als die Täter in dem Ganzen hier darstellst, dass die irgendwie Gesetze gegen sich selbst erlassen sollten? Das finde ich schlicht unlogisch. Gesetze werden nicht von Staaten erlassen, sondern von Gruppen diskutiert, eingebracht und diskutiert, die politisch aktiv in diesen Staaten sind. Und es ist mir schon klar, dass ich keine Initiative des BND erwarten kann. Aber so wie die Situation ist, kann man in der Öffentlichkeit so etwas diskutieren. Die Grünen haben einen Vorschlag gemacht für das Hinweisgebergesetz. Andere wollen das auch. Die Aussage des Herrn Binninger von der CDU
sagt ja, dass es auch in der CDU Leute gibt, die nicht einverstanden sind mit dem, was der Verfassungsschutz da macht. Das müssen wir nutzen, darüber müssen wir diskutieren. Wer nicht antritt, hat verloren. Ja, und natürlich ergänzend zu sagen, was du auch in deinem Vortrag gesagt hast, also als Techniker, also die Verantwortung des Technikers. Ich meine, wir haben vielleicht nochmal ganz besonderen Einblick und da sind auch wir gefragt, selbst wenn wir in dem Moment nicht Betroffene sind im ersten Moment.